Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Festgesellschaft, liebe Gäste, ich begrüße Sie außerordentlich herzlich zur Verleihung der Gottfried Wilhelm Leibniz Preise. Zum 33. Mal verbindet die deutsche Forschungsgemeinschaft die lobende Anerkennung, die rühmende Anerkennung bester Forschungsleistungen, verbindet sie mit dem Versprechen eines außergewöhnlichen Freiraums, eines Freiraums fürs Erproben neuer Experimentideen, für das sich entfalten lassen der Eigenlogik von Erkenntnisinteressen, einen Freiraum für den Ausgriff ins forscherlich Riskante. Wir alle, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, haben uns heute hier versammelt, um Ihnen zu gratulieren und um diesem Freiheitsversprechen Gewicht zu geben. Seien Sie herzlich willkommen, verehrte Frau Schuh, Frau Schulmann, Frau Schacher, Frau Tertilt, lieber Herr Haddadin, Herr Huber, Herr Reckwitz, Herr Rodewald, Herr Wernsdorfer und Herr Wessling. Mit Ihnen zusammen und mit großer Freude begrüße ich die Angehörigen Ihrer Familien, Ihre Freunde, Ihre Kolleginnen und Mitarbeiter. Schön, dass Sie heute kommen konnten und mit uns gemeinsam die 10 feiern werden. Und ebenso begrüße ich die Vertreterinnen der Politik, zumal Sie, verehrte Frau Bundesministerin Karliczek, Sie, liebe Frau Senatorin Quante-Brandt. Es ist den Auszuzeichnenden, ja, es ist uns allen eine besondere Ehre, dass Sie dieser Preisverleihung beiwohnen mit Ihren Grußworten und indem Sie den Rückhalt zum Ausdruck bringen, den beste Forschung hierzulande genießt. Beste Forschung, die ja etwas ganz Ungewöhnliches, etwas Außeralltägliches ist und die jene von außen nicht immer ganz leicht einzusehenden Freiräume braucht, die mit dem Leibniz-Preis eben auch versprochen werden. Herzlich willkommen. Das darf man. Klatschen ist bei Preisverleihung überhaupt angemessener als Buhrufe. Ihrer aller Anwesenheit, meine Damen und Herren, Ihrer aller Anwesenheit macht dieses Fest erst zu dem, was es sein kann, eine vielfältige und fröhliche und darin vielleicht sogar eine inspirierende Veranstaltung. Denn Sie alle haben ja höchst unterschiedliche Perspektiven aus der und auf die Forschung. Sie alle haben unterschiedliche wissenschaftliche Interessen und theoretische Neugierden, ganz verschiedene verwandtschaftliche, freundschaftliche, kollegiale Verbindungen zu den Forschern oder auch Organisationsinteressen, denen ein Leibniz-Preis höchst gelegen kommen mag, weil von ihm ja auch ein gewisser Glanz auf die jeweilige Forschungseinrichtung abfällt. Hochspezialisierte Forscherinnen und Politiker und Laien treffen also aufeinander in unserem Fest und obschon wir nur ein kleiner und ziemlich unrepräsentativer Ausschnitt unserer Gesellschaft sind, ist doch die Vielfalt der Erfahrungen und Positionen, die Vielfalt des Wissens und der Weltdeutungen so enorm, dass man sich darüber verwundern könnte, dass wir uns gleichwohl zu einer Festgesellschaft zu versammeln imstande sind, dass man sich jedenfalls fragen kann, wie denn angesichts solcher sozialer Heterogenität über die ihrerseits ja enorm pluralistische Forschung gesprochen werden könnte. Anders als bei Fachkongressen zum Beispiel bilden wir ja, wir alle, bilden wir gerade kein Publikum, das gemeinsame disziplinäre Redeformen, Kenntnisstände oder Vorstellungen von dem teilt, was Forschung eigentlich sei. Anders auch als in der popularisierenden Wissenschaftsvermittlung können wir heute die spezialistische Vielfalt der Wissenschaften, wir können sie nicht völlig mit den Mitteln des Entertainments nivellieren. Wie also allgemeinverständlich, anschaulich und klar und zugleich seriös auf der Höhe der Forschung sprechen über die öfters hermetisch wirkende Kompliziertheit und Differenziertheit moderner Forschung.
Derartige Fragen beantworten sich womöglich leichter, wenn wir für einen Moment Abstand suchen. In der Wissenschaft, so könnten wir dann beginnen, in der Wissenschaft geht es um Wissensproduktion, um neues Wissen, das zugleich methodisch abgesichert ist. Solches Wissen nimmt seit dem 19. Jahrhundert mindestens explosionsartig zu. Und sein immenser Zuwachs geht einher mit der enormen Spezialisierung dieses Wissens. Spezialwissen aber ist Partikularwissen. Von seinem Grenzfall her bringt dies der Karlauer von jenem Experten in den Blick, den Sie vielleicht kennen, der Karlauer von jenem Experten, der über immer weniger immer mehr weiß, bis er endlich über gar nichts alles weiß. Und zu dieser Dialektik von Wissenszuwachs und Wissensspezialisierung gehört auch das Spezialwissen, wissenschaftliches Spezialwissen, dass es institutionell gesichert wird, etwa in Organisationen, in Disziplinen oder auch in Fachsprachen, nämlich in Terminologien und Jargons, in mathematischen oder digitalen Codes, in Bildsprachen. So partikular wissenschaftliches Wissen ist, so spezialistisch sind seine Produktions- und Ausdrucksformen, und wir wissen nicht, wie es anders sein könnte. Forschung braucht Spezialsprachen, denn die in den Spezialsprachen sind wissenschaftliche Wissensstände gespeichert. In ihnen werden Weltsachverhalte gewissermaßen unalltäglich gemacht, verfremdet, so verfremdet, dass sie dann zum Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnisinteressen werden können. Und Fachsprachen erlauben es, auf immer kleinteiligere Erkenntnisprobleme Bezug zu nehmen und zugleich zu wissen, dass man sich mit den Peers über dasselbe verständigt. Man kann dies auch so sagen, es ist eine grundsätzliche Annahme moderner Wissenschaft, dass es Wissbares und Erkennenswertes gebe, welches mit unserer alltäglichen Sprache nicht erfasst werden kann. Einerseits. Andererseits, Wissenschaftlerinnen reden nicht allein mit ihresgleichen. Sie haben zugleich ein genuines Interesse, ihre Forschung und die Welt miteinander in Beziehung zu setzen. Seit dem Heureka des Archimedes, von Syrakus sind die wissenschaftliche Erkenntnis und ihre öffentliche Kundgabe miteinander verknüpft. Hinzu kommt, dass die Wissenschaften, insofern sie öffentlich getragen werden, dass sie gesellschaftlich verpflichtet sind. Das heißt keineswegs, jeder, der forscht, sei jederzeit für jeden seiner Schritte generell rechenschaftspflichtig im Sinne so einer allgemeinen Accountability. Eine solche Freiheitseinschränkung, und wir halten längst nicht mehr überall sicheren Abstand zu einer solchen Freiheitseinschränkung. Eine solche Freiheitseinschränkung wird von unserer Verfassung ausgeschlossen. Wohl aber gibt es eine systemische Verantwortung der Wissenschaft, gesellschaftlich zu kommunizieren, was sie weiß. Dass es eine solche gesellschaftliche Verpflichtung gibt, das heißt übrigens auch nicht, jeder öffentliche Auftritt von Forscherinnen sei schon klug. Es gibt ja auch das plumpe Lobbying. Und es gibt eine forscherliche Rhetorik des unhaltbaren Erlösungsversprechens, die gesellschaftliches Vertrauen in die Wissenschaften eher ruiniert als stärkt. Dennoch dürfen wir sagen, dass forscherliche Mitteilungsinteressen und öffentliche Mitteilungserwartungen aufeinander bezogen sind. Und doch sind die Gelingensbedingungen für öffentliche Wissenschaftskommunikation deswegen noch keineswegs trivial. Wissenschaftlerinnen in Talksendungen, Forscher beim Interview, Expertinnen in den sozialen Medien müssen je abwägen zwischen unterschiedlichen Hinsichten, Sprachen und Situationen. Die neue wissenschaftliche Einsicht muss auf etabliertes, auf allgemeines Wissen bezogen werden. Fachsprachliches Wissen muss in Alltagssprache, in alltagssprachlich kommunizierbare, verstehbare Rede übersetzt werden. Und das kann seinerseits ziemlich herausfordernd sein, wie auch viele von Ihnen
erleben, die mit herausragenden wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet werden und denen dann öfters Autorität auch in Fragen zugeschrieben werden, für die sie sich selbst völlig unzuständig halten. Denn was ist in unserer hochdifferenzierten Gesellschaft schon etabliertes, allgemeines Wissen? Wie geht man um mit Hoffnungen und Ängsten, mit Macht, Interessen und Deutungskonkurrenzen, mit Vorurteilen, Ressentiments und Klischees? Wie mit den Grenzen, mit den Unsicherheiten, mit den Ambivalenzen des wissenschaftlichen Wissens? Welche gesellschaftlichen Bilder von dem, was Wissenschaft und Forschung seien, bestätigt man, welche irritiert man? Und wie wird man jener besonderen Verantwortung gerecht, die sich aus alledem ergibt? Die Antwort auf solche Fragen ist durchaus nicht immer so klar wie bei jener sogenannten Feinstaubdebatte, da pseudowissenschaftliches Wissen zum Medienhype hochgejatzt wurde, während zugleich ein Verkehrsminister das dazu benutzte, verlässliches wissenschaftliches Wissen so zu delegitimieren, dass es ihm politisch nicht mehr in die Quere kommt. An solchen Konstellationen von Forschung, Massenmedien und Politik ist zu studieren, wie sehr die gesellschaftliche Kommunikation wissenschaftlicher Kenntnisse, wie sehr sie schwierige wechselseitige Übersetzungsleistungen erfordert und daher mit erheblichen Risiken von Missverstehen und politischer Instrumentalisierung einhergehen. Und solche Risiken sind keineswegs dort geringer, wo man meinen könnte, die Sprache der Forschung sei einem vertraut. Der Chemie gestehen wir ohne weiteres zu, dass sie sich einer außerhalb enger Fachkreise völlig unverständlichen Fachsprache bedient. Den Geistes- und Sozialwissenschaften machen wir es typischerweise schwerer. Von deren Fachsprachen kann man fälschlich meinen, sie seien von der uns allen vertrauten Alltagssprache nicht unterschieden. Nehmen wir das Beispiel der Demokratie. Außerhalb der Wissenschaften ist das ein Allerweltswort. Deswegen können Putin von Gelenkter, Orban von Illiberaler und die Kommunistische Partei Chinas von Einparteiendemokratie sprechen. Das Wort besagt da kaum mehr, als dass ein Machtanspruch sich durch das Volk gerechtfertigt sieht. Aber zugleich muss der Diskurs von Staatsphilosophie, Rechtstheorie und Politikwissenschaft, er muss seine wissenschaftlichen, historischen und systematischen Interessen, also ob es bei Volk um den Demos oder den Ethnos geht, wie es seinen Willen bilde oder artikuliere, was Freiheit, Legitimität, Souveränität und Recht sind, wie Herrschaft sich durchsetzt und Macht verteilt wird und so weiter und so fort, der Diskurs der Wissenschaften muss seine Interessen in einem theoretischen Begriff von Demokratie artikulieren, auch wenn der vom Alltagswort Demokratie sprachlich gar nicht unterschieden ist. Dass uns allen das Wort Demokratie alltäglich ist, das bedeutet keineswegs, wir verstünden die Vielfalt und die Komplexität wissenschaftlicher Demokratiebegriffe und Demokratieprobleme. Und diesen Umstand müssen wir alle anerkennen, die wir Laien der Demokratietheorie sind. Und die Experten umgekehrt müssen es berücksichtigen, wenn sie öffentlich über ihr wissenschaftliches Thema sprechen. Nicht anders als die Chemiker auch. Keine Wissenschaft also ohne Fachsprache. Und das werden wir heute Nachmittag auch alle ziemlich direkt erleben. Die Verleihung wissenschaftlicher Preise muss nämlich begründet werden. Und selbst dafür gibt es einen Fachausdruck. Laudatio. Und auch damit stellt sich das Problem, von dem ich hier dauernd rede. Öffentlich rechtfertigt die Laudatio einen Preis für herausragende Forschung. Und zu diesem Zweck muss sie sagen, wie diese herausragende Forschung den bisherigen Kenntnisstand überschreitet. Preiswürdig ist nämlich nicht, dass die Demokratieforscherin mehr über Demokratie weiß als der Alltagsverstand. Dann wäre es nämlich traurig um die Demokratieforschung bestellt. Preiswürdig ist, dass sie mehr und Besseres über Demokratie weiß als andere Demokratieforscher. Es ist unumgänglich, dass das Lob vor einem allgemeineren Publikum auf höchst spezialisierte Forschungsfragen eingeht. Es muss die Laudatio spezialsprachliches,
in Allgemeinsprache sagen. Sie werden alsbald erleben, was das heißt. Und Sie werden dabei unterschiedliche Persönlichkeiten und Ansichten ganz verschiedener Forschung zu sehen bekommen, aber auch höchst unterschiedliche Bilder davon, was Forschung eigentlich sei. Etwa stetig alltägliche Arbeit im Weinberg der Wissenschaften oder heroischer Kampf mit dem Erkenntnisproblem oder einsames Nachdenken oder Dirigieren arbeitsteiliger Großkollektive oder kühne Abenteuer in fremden Welten oder filigrane Bastelei und vieles andere mehr. Immer, wenn wir Wissenschaft, also die Modelleisenbahnfreunde sitzen hier auch in der ersten Reihe, die mit der filigranen Bastelei, immer wenn wir Wissenschaft kommunizieren und also Spezialsprachliches in Allgemeinsprache übersetzen, dann rufen wir zugleich solche Imaginationen davon auf, wie sich Forschung vollzieht. Und diese Imaginationen, also der heroische Kampf, das einsame Nachdenken, das Dirigieren, das kühne Abenteuer, die filigrane Bastelei, diese Imaginationen sind alle richtig, aber keine von ihnen allein. Forschung ist keine einfältige, sie ist eine enorm vielfältige Veranstaltung. Und dies zumal, dass sie eine enorm vielfältige Veranstaltung ist, das muss von ihr gesellschaftlich erkennbar werden, wenn wir der Forschung gerecht werden wollen. Und das gelingt am besten, wenn wir nicht nur für Entdeckungen und Erkenntnisse Interesse zu wecken suchen, sondern vor allem für die Wege des Entdeckens und des Erkennens. Das gelingt am besten, wenn wir um Verständnis dafür werben, dass wissenschaftliches Wissen sich bestimmt über seine Grenzen, über seine Ambiguitäten, seine Vorbehaltlichkeit und dass seine Bedeutung keineswegs dadurch eingeschränkt wird, dass es sich nicht zur Gänze in Alltagssprache übersetzen lässt und dass es ungeheuer schwer zu verstehen sein kann. Für Spitzenforschung gilt das erst recht. Sie werden es erleben, freuen Sie sich drauf und seien Sie bedankt, dass Sie dieses Fest mitfeiern und dass Sie sich einlassen mögen auf die Kompliziertheiten allerbester Forschung und auf die Begrenztheiten des Versuchs, sie allgemein verständlich zu machen. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Professor Strohschneider, liebe Frau Professorin Quante-Brandt, meine sehr verehrten Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Interesse für die Wege der Erkenntnis, ich glaube, das war ein ganz wichtiges Wort, denn manchmal wünschen wir uns, glaube ich, im politischen Raum auch mehr Interesse an den Wegen der Entscheidung als nur an der Entscheidung selbst, weil das ist ein hochgradig auch spannender Prozess. Aber heute wollen wir über etwas anderes reden. Wir feiern in diesem Jahr den 70. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Das ist das Fundament unseres Zusammenlebens in Freiheit und Wohlstand. Seit 70 Jahren gelten in Deutschland die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, ein Recht auf Meinungsfreiheit und ein Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Und seit 70 Jahren gilt in Deutschland die Freiheit der Presse, der Kunst und der Wissenschaft. Den Geburtstag des Grundgesetzes feiern wir erst im Mai. Ein bisschen müssen wir noch aushalten. Aber einen Teil davon, die Freiheit der Wissenschaft, den feiern wir heute schon ein klein wenig vor. Denn genau das ist es, wofür der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis steht. Mit seinem Preisgeld von 2,5 Millionen Euro eröffnet er einen einzigartigen Raum wissenschaftlicher Freiheit. Und Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, gewinnen heute diese große Freiheit für einige Jahre. Und dazu darf ich Ihnen vielleicht an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich gratulieren.
Die Freiheit der Wissenschaft ist aber auch ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Wissenschaft stellt in Frage, bildet Hypothesen, überprüft und erklärt, verifiziert und falsifiziert. Wissenschaft schafft Wissen. Grundlagenwissen genauso wie Anwendungswissen. Und beides ist gleichermaßen wichtig. Für den politischen Diskurs leiten wir aus diesem Wissen Argumente ab, mit denen wir Bürgerinnen und Bürger überzeugen können. Wissenschaftliche Erkenntnisse helfen uns, tragfähige politische Entscheidungen zu treffen. Und die Freiheit der Wissenschaft ist genau aus dem Grunde unverzichtbar für unsere Demokratie. Und zur Freiheit der Wissenschaft gehört dann eben zwingendermaßen auch die Verantwortung der Wissenschaft. Wer die grundrechtliche Absicherung im Rücken hat, so schreibt es unser Bundespräsident in einem Geleitwort zum Grundgesetz, der kann sich ohne Furcht und voller Vertrauen engagieren und so die demokratische Ordnung mit beeinflussen. Und damit überträgt das Grundgesetz Ihnen, meine Damen und Herren, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine verantwortungsvolle Rolle. Mit dem Freiheitsrecht der Wissenschaft geht die Verantwortung einher, wissenschaftlich redlich zu arbeiten. Also dem Vertrauensvorschuss der Gesellschaft gerecht zu werden. Und an dieser Stelle danke ich besonders der DFG, aber auch den anderen Wissenschaftsorganisationen, die sich immer wieder darum bemühen, die Standards zu verbessern, Fehlentwicklungen vorzubeugen und, wo nötig, auch korrigierend einzugreifen. Und diese Selbstkontrolle und Korrektur ist ein wesentlicher Pfeiler unserer akademischen Selbstverwaltung in Deutschland. Und in der Tragweite ihrer Verantwortung aus meiner Sicht an dieser Stelle auch nicht zu unterschätzen. Die Verantwortungsbereiche lassen sich noch größer ziehen. Als Lehrende tragen sie Verantwortung für die jungen Menschen, deren Ausbildung ihnen anvertraut ist. Und als Forschende stellen sie die modernen Lebens- und Technikwissenschaften immer alle wieder vor große Herausforderungen. In ihrer Neujahrsrede, lieber Herr Strohschneider, haben Sie sehr zutreffend vor Ethos-Dumping gewarnt. Klonen wir Menschen, weil wir es können? Überwachen wir die Gesellschaft, weil es mit KI geht? Unser Grundgesetz stellt aus guten Gründen die Menschenwürde und die Menschenrechte an den Anfang. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben dies, wie Sie in der Präambel schreiben, im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen getan. In dieser Präambel kommen die historische Erfahrung der Kriegsgräuel und die kulturelle Erfahrung eines in Europa zutiefst christlich geprägten Menschenbildes zusammen. Und zu diesem Menschenbild gehören nebenbei bemerkt Toleranz und Freiheit, wie sie als Glaubens- und Gewissensfreiheit zum Ausdruck kommt. Und dieses Menschenbild, das mich und meine Arbeit prägt, kann uns Kompass und Anker sein in den vielfältigen wissenschaftsethischen und gesellschaftspolitischen Debatten, die wir angesichts der technologischen und wissenschaftlichen Revolutionen des 21. Jahrhunderts führen müssen. Und diese Debatten, und dazu möchte ich Sie heute explizit ermutigen, müssen öffentlich geführt werden. Öffentlich finanzierte Forschung dient zuallererst der Erkenntnis. Sie dient aber auch der Orientierung der Öffentlichkeit. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in Forschung schwindet allerdings gerade. Nur rund die Hälfte der Bürger vertraut aktuell noch in Wissenschaft und Technik. Das hat das Wissenschaftsbarometer wieder mal gezeigt. Das liegt sicher auch daran, dass wir heute viel mehr und viel schneller als früher Informationen verarbeiten müssen. Geprüfte und ungeprüfte. Und während in der Geburtsstunde des Grundgesetzes einmal am Tag eine Zeitung erschien, so erscheinen heute auf unserem Smartphone neue Meldungen im Sekundentakt.
Klimaskeptiker, Impfkritiker und Verschwörungstheoretiker verbreiten ihre Theorien in Windeseile. Populisten nutzen neue Informationskanäle, um zu polarisieren. Und die kurze halbe Wahrheit hat gerade Konjunktur. Und so erleben wir, dass im 70. Jahr des Grundgesetzes das Vertrauen in unser demokratisches System insgesamt zurückgeht. Die freie Presse, die freie Wissenschaft, staatliche Institutionen, die Säulen unseres demokratischen Systems stehen unter Druck. Gewählten Führungskräften in Parteien und in Interessenverbänden werden zunehmend ihre Fähigkeiten und auch ihre guten Absichten abgesprochen. Wir hören von Lügenpresse, Lügenwissenschaft. Behauptungen werden als Fakten verkauft, wissenschaftliche Erkenntnisse hingegen in Frage gestellt. Und hier ist jetzt unsere gemeinsame Verantwortung von Wissenschaft, Gesellschaft, Journalismus und Politik gefragt. Wir können uns alle nicht mehr zurückziehen, wir müssen raus. Die Wissenschaft nicht in den Elfenbeinturm, die Politiker nicht in ihre Hinterzimmer, die Wirtschaft nicht in ihre Bürotürme. Jetzt ist jeder von uns gefragt, dem Frieden und Freiheit in Europa am Herzen liegen. Und ich glaube, nur wenn wir gemeinsam wirken, können wir das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Vertrauen, das wir aber dringend für unser Gemeinwesen brauchen. Und ich habe den Eindruck, wir stehen gemeinsam am Scheideweg. Und dann stellt sich uns natürlich auch gemeinsam die Frage, was gilt es denn jetzt zu tun? Welche Aufgabe hat die Wissenschaft? Wie können wir Vertrauen zurückgewinnen? Zuallererst, und Herr Professor Strohschneider hat es eben angesprochen, indem wir uns erklären, indem auch die Wissenschaft den Dialog sucht und in verständlichen Worten ihre Arbeit darlegt, indem sie veranschaulicht, wie Forschung das Leben der Menschen verbessert. Professor Haderding und Professor Rodewald werden jetzt wahrscheinlich sagen, kein Problem. Roboter, die unser Leben erleichtern, kann man sich gut vorstellen. Und dass es gut ist, Krebs zu bekämpfen, versteht sich auch von selbst. Wir haben gerade vor einigen Wochen die Dekade gegen Krebs gestartet. 10 Jahre lang wollen wir jetzt alle Kräfte mobilisieren, um den Krebs besser zu verstehen, um Krebs zu bekämpfen und natürlich am Ende auch immer mit dem Ziel, irgendwann vielleicht den Krebs heilen zu können. Und natürlich setzen wir hier in erster Linie auf die Forschung. Und Forschung kann Leben retten. Und das ist eine einfache Botschaft, die man auch vermitteln kann, die jeder versteht. Aber nicht jedes Forschungsthema erschließt sich jedem von uns. Professor Huber runzelt jetzt wahrscheinlich gerade die Stirn, ja, er tut's, und überlegt, wie er neuartige Quantenphänomene auf kurzen Zeitskalen veranschaulichen kann. Und ich glaube, jetzt sitzen einige unter uns, die sagen, das ist auch schwer zu verstehen. Aber auch solche Themen, deswegen bin ich gleich schon ganz gespannt, erzeugen Neugier, erzeugen Lust, etwas verstehen zu wollen und auch die Lust am komplexen Denken. Und an dieser Stelle wünsche ich mir dann noch etwas anderes. Ich wünsche mir auch Wissenschaftler, die sich einmischen. Um nochmal auf unseren Bundespräsidenten zurückzukommen, er schreibt in dem bereits zitierten Geleitwort zum Grundgesetz, dass wir alle uns für den Schutz unserer Verfassung einsetzen sollten. Und ich wünsche mir deshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns helfen, zu unterscheiden zwischen Äußerungen seriöser Forscher und selbsternannter Experten, damit wir uns eine fundierte Meinung bilden können. Und zwar wir alle, Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger. Die Feinstaubdebatte ist gerade schon angesprochen worden. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zu viel Feinstaub die Gesundheit belasten kann. Internationale Forscher haben das untersucht. Gutachten wurden erstellt, Empfehlungen für Grenzwerte ausgesprochen. Die Politik hat gehandelt, Verordnungen erlassen, Fahrverbote erwogen. Und dann kommt eine Gruppe Ärzte und stellt die Grenzwerte in Frage. Journalisten haben nachgerechnet. Und Bürger wie Politik fragen sich, wie sie denn nun erkennen können, wann eine Studie interessengeleitet und wann sie evidenzbasiert ist. Und das gilt es
zu erklären. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass unsere Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, den Wunsch unserer Bundeskanzlerin selbstbewusst angenommen hat, Orientierung und Klarheit in diese Debatte zu bringen. Und auch das Ringen um Erkenntnis gehört ja auch immer zum Wesen von Wissenschaft. So wie das Ringen um den richtigen Weg, der Ausgleich unterschiedlicher Interessen, der Kompromiss, Wesen der Demokratie ist. Selbst hart erarbeitete und gut belegte Vorstellungen von Wahrheit können sich immer später noch als falsch herausstellen. Wir können immer nur auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft arbeiten. Und je schneller unsere Wissenschaft dank ihrer Arbeit voranschreitet, desto öfter ändert sich der aktuelle Stand. Das führt leider nicht immer zu mehr Vertrauen in die Wissenschaft. Aber was ist die Alternative? Die Augen vor neuen Erkenntnissen zu verschließen? Auf Grundlage von Vorurteilen und populären Fehlvorstellungen entscheiden? Ich denke, wir fahren gut damit, unsere politischen Entscheidungen auf der Basis des aktuellen Stands der Wissenschaft zu treffen. Aber auch hier gilt es immer wieder, das eine zu bedenken. Das Wissen ist das eine, die Menschen auf dem Weg der Veränderung mitzunehmen, das andere. Und gleichzeitig gilt dann auch immer noch, niemand ist unfehlbar. Deswegen haben wir Kontrollmechanismen, haben wir Selbstüberprüfungsmechanismen, die ich eingangs erwähnt habe. Es ist gut, wenn wir die Kontrollmechanismen der Wissenschaft transparent machen und wenn wir sie auch regelmäßig überprüfen. Sind sie noch ausreichend? Brauchen wir neue Verfahren oder auch neue Kontrollinstanzen? Denn die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ist die Voraussetzung dafür, dass sie ein tragfähiger Pfeiler unserer Demokratie bleibt. Die Verleihung der Leibniz-Preise ist ein Fest der Wissenschaftsfreiheit und gleichzeitig ist sie ein Fest für wissenschaftliche Exzellenz. Und Exzellenz und Freiheit gehen Hand in Hand und sie gehören zusammen. Und Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind der beste Beweis dafür. Das, was Sie leisten, ist international herausragend. Mit Ihnen und durch Sie gehört der Wissenschaftsstandort Deutschland weltweit zu den Führenden. Sie zeigen, wie viel innovative und kreative Energie in der deutschen Spitzenforschung steckt. Die Innovationskraft unseres Landes macht uns zur viertstärksten Wirtschaftsmacht. Und auch deswegen lässt es sich in Deutschland so gut leben. Und das gilt es zu erhalten, unser Zusammenleben in Wohlstand und Freiheit. Und deswegen stehen wir Seite an Seite, die freie Wissenschaft zu verteidigen. Wir stehen Seite an Seite, unser demokratisches Miteinander zu erhalten. Freie Wissenschaft und demokratische Gesellschaft sind zwei Säulen für Wohlstand, Solidarität und friedliches Miteinander. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sehr weitsichtig die Grundlage unserer Gesellschaft angelegt. Und nun sind wir gefordert, unsere Verantwortung anzunehmen und diese Grundlage zu verteidigen. Wir haben eine große Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute dieses Fest feiern können, die Preisverleihung des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises, Sie sozusagen zu feiern. Und an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Glückwunsch zu dem gewonnenen Preis. Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Kalitschek, lieber Herr Professor Proschneider, sehr geehrte Damen und Herren. Erst einmal möchte ich mich bedanken bei meinen beiden Vorrednern, der Vorrednerin und dem Vorredner. Dem ist eigentlich nicht mehr so richtig viel dazu zu fügen. Ich mache es aber trotzdem. Ich möchte Ihnen nämlich
erstmal meine Freude ausdrücken, dass ich heute hier bin und dass ich Ihnen heute die Grüße der meiner 15 Länderkolleginnen und Kollegen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz übermitteln darf. Also 15, weil ich bin die 16. In der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz arbeiten Bund und Länder gemeinsam daran, die Leistungsfähigkeit des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Deutschland im internationalen Wettbewerb zu steigern. Üblicherweise stehen dabei die großen Wissenschaftsorganisationen und große Förderprogramme im Fokus. Heute stehen aber Sie im Fokus, Sie als Preisträgerinnen und Preisträger. Der Leibniz-Preis ist eindrucksvoll und Sie, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, wurden als würdige Trägerinnen und Träger des Preises ausgewählt und erhalten heute die bedeutendste deutsche Auszeichnung, die im Wissenschaftssystem für Forschungsleistungen vergeben werden. Die internationale Strahlkraft, die vom Leibniz-Preis ausgeht und das mit dem Preis verbundene Renommee sind sehr hoch. Dass aus dem Kreis der bisherigen ausgezeichneten später 7 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger hervorging, spricht für das anspruchsvolle Auswahlverfahren als auch für die Kompetenz der Preisträgerinnen und Preisträger. Ein Blick auf die Liste zeigt, dass auch dieses Jahr wieder ganz aktuelle Forschungsfelder und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die darin forschen, ausgewählt werden. Auch dieses Jahr werden 4 Frauen geehrt und das freut mich außerordentlich. Dazu kann ich sagen, dass die Themen Gleichstellung und Chancengleichheit seit Jahren in den Beratungen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz und in Gesprächen mit den Wissenschaftsorganisationen präsent sind. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems, weil wir brauchen die Frauen. Gerade vor dem Hintergrund von 100 Jahren Wahlrecht für Frauen und dem Internationalen Frauentag der letzten Woche ist es noch einmal erwähnenswert, dass wir in den letzten 30 Jahren in der Wissenschaft schon so einiges erreicht haben. Aber wir können bestimmt mehr für die Teilhabe von Frauen im gesamten Wissenschaftssystem unternehmen. Unter den Studierenden liegt der Frauenanteil seit 15 Jahren bei ca. 50%. Das ist ziemlich gut und jedenfalls ein Indiz dafür, dass Frauen nicht mehr strukturell benachteiligt sind um die Aufnahme eines Studiums. Dass Frauen heute in dieser Größenordnung studieren können, ist ein großer Fortschritt gegenüber der Generation unserer Eltern, der Großeltern, der heutigen Studierenden. Die Frauenbewegung der 70er Jahre hat dies bestimmt mit ermöglicht. Die Generation der heute Studierenden hält diese Gleichberechtigung mittlerweile für völlig selbstverständlich. Auch das ist ein Erfolg, über den wir uns freuen können. Auch die DFG profitiert davon, denn sie kann heute mehr Frauen in ihre Auswahl- und Vorschlagsverfahren einbeziehen. Und das hilft auch uns allen, denn damit werden mehr Leistungen von Frauen sichtbar und damit haben wir mehr Vorbilder für Frauen in dem Weg, sich im Wissenschaftssystem etablieren zu können und zu wollen. Der Leibniz-Preis ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Preis. Mit dem werden Sie, liebe Preisträgerinnen, nicht nur für Ihre bisherige herausragende Forschung geehrt, um anschließend zum Tagesgeschäft zurückzukehren. Es geht mehr als um den Ruhm für einen Tag. Vielmehr wird Sie der Preis in den nächsten 7 Jahren bei Ihrer Arbeit begleiten und Ihnen dabei ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Freiheit geben. Sie können dabei mit Fug und Recht stolz sein und den Preis als Ansporn nehmen, das bisher Erreichte fortzusetzen und das bisher Unerreichte nach Ihren eigenen Vorstellungen möglich zu machen. Ich freue mich persönlich außerordentlich, Ihnen zu dieser Auszeichnung heute auch gratulieren zu dürfen. Ich will aber auch die Gelegenheit nutzen,
um in diesen wissenschaftspolitisch lebendigen, lebhaften Zeiten einiges zu den Überlegungen, Ihnen Überlegungen zu sagen, zu den wissenschaftspolitischen Zielsetzungen und Herausforderungen, über die wir jetzt gerade gemeinsam sprechen. Seit dem 1. Januar 2015 besagt das Grundgesetz, wir hörten ja schon einiges anderes zum Grundgesetz, dass die Förderung von Wissenschaft und Forschung, sofern ihr überregionale Bedeutung zukommt, in einem umfassenden Sinne eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern ist. Hieraus ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum und damit zugleich auch eine sehr große Verantwortung. Hierbei haben wir in den letzten Jahren gemeinsam viel erreicht, zum Beispiel das Ziel des Europäischen Rates bis 2020, die Ausgaben für Forschung und Innovation auf 3% des Bruttoinlandsproduktes der EU-Mitgliedstaaten zu bringen. Die vorläufige Erhebung des Stifterverbandes für 2017 meldet nun mit 3,02% des BIP die Zielerreichung. Außerdem gehört Deutschland 2017 neben den USA, Japan und Frankreich und China wieder zu den Top 5 Ländern mit den meisten gewährten Patenten, wie die Zahlen des Europäischen Patentamts belegen. Diese Schlaglichter sind hoch erfreulich, doch wollen wir uns darauf nicht ausruhen. Wir sollten die durch die gemeinsamen Anstrengungen erreichten Erfolge nicht dadurch gefährden, dass wir unsere Anstrengungen nun in andere Schwerpunkte setzen. Ich finde es daher richtig, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart ist, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Und auch die Bundesländer stimmten in ihrer Brüsseler Erklärung am 15. März 2018 darüber ein, das ambitionierte Ziel von 3,5% zu verfolgen. Deutschlands Innovationskraft, seine Zukunftsfähigkeit und damit letztlich der gesellschaftliche Zusammenhalt hängen davon ab, ob es uns gelingt, Wohlstand und sozialen Ausgleich in unserem Land zu sichern. Der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern, Wissenschaft und Forschung und Lehre zu fördern, kommt hierbei eine unverzichtbare Rolle zu. Innerhalb der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz haben wir uns noch einiges vorgenommen, um genau diesem Anspruch gerecht werden zu können. Bereits im November letzten Jahres hat die GWK 4 neue Programme beschlossen, die das Wissenschaftssystem voranbringen werden. Gleichzeitig beraten Bund und Länder der GWK in intensiven Verhandlungen, wie wir die Dynamik, die wir vor über einem Jahrzehnt durch die großen Wissenschaftspakte entfacht haben, also vor allem durch den Hochschulpakt, den Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzstrategie bzw. die frühere Exzellenzinitiative aufrechterhalten und weiter steigern können. Mit der Exzellenzstrategie ist es uns bereits gelungen, einen der gerade erwähnten Pakte eine dauerhafte Zukunft zu geben und damit exzellente Forschung an den Hochschulen mit großer internationaler Strahlkraft nachhaltig zu fördern. Die Förderung der in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren ausgewählten Exzellenzcluster hat zum Jahresbeginn begonnen und wir alle sehen mit Spannung den Entscheidungen des Auswahlgremiums über die Auswahl der Exzellenzuniversitäten im Sommer entgegen. Mit dem angestrebten Hochschulpakt und dem Qualitätspakt Lehre wollen wir die wissenschaftspolitischen Weichen für die kommenden Jahre stellen. Die Entscheidungen von Bund und Länder werden den Wissenschaftsstandort Deutschland auf Jahre prägen. Dieser großen Verantwortung sind wir uns bei all den Beratungen sehr bewusst. Jetzt kommt es darauf an, das erreichte Niveau an Studierenden zu stabilisieren, die Qualität von Studium und Lehre weiter zu steigern und eine stabile Verteilung der Hochschulpaktmittel zu erreichen. Ich danke dem Bund für seine Bereitschaft, die an den Hochschulen dringend benötigten Mittel aus dem Hochschulpakt verstetigen zu wollen. Mit der Dauerhaftigkeit der neuen Vereinbarung wollen wir zugleich den Hochschulen ein größeres Maß an Planungssicherheit geben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umwandeln zu können und so einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssteigerung von Studium und Lehre zu leisten. Die Länder stehen bereit, ihren Beitrag zur Finanzierung der Nachfolgevereinbarung jährlich zu steigern, damit ein langfristiger Substanzerhalt möglich ist und die gemeinsamen Ziele, Erhalt der Studienkapazitäten und Qualitätsverbesserung erreichen zu können.
Für die DFG ist vor allem der Pakt für Forschung und Innovation von großer Bedeutung. Wir arbeiten daran, der Wissenschaft auch weiterhin finanzielle Planungssicherheit zu geben und die Weiterentwicklung der Forschungsorganisationen auch zu ermöglichen. Der besonders gute Austausch über die inhaltlichen Ziele sind für alle Beteiligten ein großer Ansporn. Lassen Sie mich abschließend noch einmal auf die Freiheit der Wissenschaft zu sprechen zu kommen, die mit dem Leibniz-Preis verbunden wird. Diese Freiheit ist weltweit und leider auch in Europa nicht mehr so selbstverständlich, wie wir lange Zeit glaubten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in vielen Ländern der Erde in ihrer Arbeit reglementiert und in ihrer Forschungsfreiheit eingeschränkt und auch darüber hinausgehende Ereignisse werden mit darüber hinausgehenden Ereignissen werden sie konfrontiert. Dies hat Konsequenzen für die Wissenschaft weltweit und auch in Deutschland. Der internationale Forschungsaustausch braucht die Mobilität von Personen, Ideen, Informationen und Forschungsergebnissen. Zu unserer Verantwortung für die Wissenschaft gehört es daher auch, diesen Entwicklungen in Worten und Taten entschlossen entgegenzutreten. Die Alexander von Humboldt Stiftung hat mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes im Dezember 2015 die Philipp-Schwarz-Initiative ins Leben gerufen. Sie unterstützt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt, die von Krieg und Verfolgung bedroht sind, und gibt ihnen die Möglichkeit, ihren Forschungsaufenthalt in Deutschland zu verbringen. Aber auch die Initiativen wie der March of Science, der dieses Jahr am 4.5.2019 stattfindet, gehört dazu. Ich würde mir wünschen, dass weitere Akteure diesen Beispielen folgen und auch auf diesem Wege für die freie Wissenschaft eintreten. Ich möchte aber schließen, ohne noch einmal auf Sie, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, zurückzukommen. Ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Tag, von dem Sie vielleicht einmal sagen werden, dass heute der 13.3. der nächste Grundstein für wesentliche Forschungsergebnisse Ihnen ermöglicht hat. Wenn es Ihnen das Preisgeld ermöglicht, frei von finanziellen Zwängen Forschung zu betreiben, die Ihnen sonst nicht in diesem Maße möglich gewesen wäre, dann ist das Ziel erreicht. Denn daran, dass das Geld bei Ihnen in guten Händen ist, besteht aus unserer Sicht überhaupt gar kein Zweifel. Wir sind schon heute sehr gespannt auf die Ergebnisse Ihrer zukünftigen Forschung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Forschung dreht sich darum, wie man Intelligenz mit Körper schafft, wie man Roboter entwickelt, die feinfühlig, interaktiv und auch intelligent sind. Das bedeutet, sie haben die Möglichkeit zu lernen, sie können aus Erfahrung lernen, sie können mit dem Menschen interagieren und das in einer sicheren Art und Weise. Das ist eine der Kernfragen, die ich mir stelle. In der Grundlagenforschung ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen: Wie bringen wir die systemorientierten Wissenschaften wie Regelungstechnik, Mechatronik und die datenorientierten Wissenschaften wie das maschinelle Lernen und andere Themen der künstlichen Intelligenz zu einer gesamtheitlichen Disziplin zusammen? Und das ist das, was ich die Maschinenintelligenz nenne. Mich begeistert sehr, dass wir Werkzeuge schaffen, die im Einsatz den Menschen auch helfen können, die den Gedanken der Gleichheit unterstützen, die auch den Demokratisierungsgedanken weiter unterstützen. Das ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Forschung sich bereits in der Grundlage auch darüber Gedanken macht, was kann am Ende mit dieser Technologie passieren und wir uns da eben auch einsetzen sollten. Ja, nicht von den Problemen der Technik
dürfe die zeitgenössische Robotik handeln, sondern von den Bedürfnissen der Menschen müsse sie handeln. Dieser Devise folgt Herr Haddadin bereits in seiner 2013 an der RWTH Aachen angefertigten und später als beste europäische Dissertation im Bereich Robotik ausgezeichneten Doktorarbeit mit dem Titel Towards Safe Robots, Approaching Asimov's First Law. Niemals, das ist Asimovs erstes Gesetz, niemals, damit ist der Science-Fiction-Autor gemeint, das wird nicht durchgängig so sein, dass Sie die Autoren kennen, auf die ich anspiele. Niemals dürften Roboter Menschen Schaden tun, hatte Isaac Asimov 1942 gefordert. Niemals sollten sie solches überhaupt tun können, so Herrn Haddadins selbstgesetztes Erkenntnisinteresse. Autonome Assistenzsysteme müssen folglich über eine ausgefeilte Kollisionsdetektion verfügen. Noch bevor dabei an die Konstruktion von Robotern zu denken ist, gilt es daher zu analysieren und in mathematische Formeln und Algorithmen zu übersetzen, was für den Menschen eine Gefahr sein kann und was nicht. Eine keineswegs triviale Frage, weiß man doch aus eigener Erfahrung, dass kein Hindernis zu klein ist, als dass man nicht darüber stolpern könnte. Damit Maschinen mit der fragilen Physis des Menschen harmonieren können, hat Herr Haddadin eine Kombination erdacht aus nichtlinearer, weicher und reflexfähiger Drehmomentregelung mit intrinsisch elastischer und aktiver mechanischer Leichtbauweise. Sie wissen, wovon meine Eröffnungsrede gehandelt hat. Jetzt ein Meilenstein technischer Annäherung an den muskuloskeletalen Bewegungsapparat des Menschen. Haddadins Forschungen legen maßgebliche Grundlagen für eine sichere, intuitive und zuverlässige physikalische Mensch-Roboter-Interaktion. Seine wegweisenden Arbeiten haben die Robotik in wenigen Jahren substanziell weiterentwickelt. Und dabei geht es um nicht weniger als ein neues Denken über das, was ein Roboter sein soll. Um den Menschen als Vorbild und Nutzer und nicht länger um die Herstellung einer mechanisierten Vorrichtung zur Erfüllung einer einzigen Aufgabe. Das nennt Herr Haddadin eine Positioniermaschine. Neben fein justierter taktiler Sensorik erfordert dies Leichtigkeit, Lernfähigkeit, einfachste Bedienbarkeit und die Vernetzung von Fähigkeiten. Solche Roboter könnten eine neue Epoche nicht nur der Technik, sondern auch der Menschen einläuten und ihre Einsatzgebiete können von medizinischer Ferndiagnostik bis hin zu ganz alltäglichen Unterstützungsleistungen reichen. Mit erst 34 Jahren wurde Herr Haddadin 2014 auf einen Lehrstuhl für Regelungstechnik an der Universität Hannover berufen. Rufe des MIT in Boston und von Stanford University hat er abgelehnt. Aber 2018 ist es Herrn Herrmann gelungen, wen wundert's, dass er einen Ruf an die TU München für Robotik und Systemintelligenz angenommen hat und dort seither als Gründungsdirektor funktioniert, der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Neben vielen Auszeichnungen hat Herr Haddadin 2017 auch den Zukunftspreis des Bundespräsidenten verliehen bekommen. Es ist mir eine große Ehre, wie soll ich sagen, in der Nachfolge des Bundespräsidenten, kann ich noch nicht sagen, aber wir nehmen den Leibniz-Preis nun doch schon auch ganz wichtig. Das will ich eigentlich ausdrücken. Ihnen sehr herzlich zu gratulieren, Herr Haddadin.
An meinem Forschungsgebiet begeistert mich, dass wir sehr grundlegende, ultraschnelle Phänomene beobachten können, von denen wir uns sicher sind, dass sie noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Was uns daran besonders begeistert ist, dass es zu diesen Prozessen sehr oft theoretische Vorhersagen gibt, die teilweise bis in die Gründungsjahre der Quantenphysik zurückdatieren, aber noch nie wirklich beobachtet werden konnten. Materialien, die in den letzten Jahren die Festkörperphysik revolutioniert haben, wie zum Beispiel sogenannte topologische Isolatoren oder Übergangsmetalldekalkogenide oder Hochtemperatur-Supraleiter, alles Materialien, die ganz eigenartige ultraschnelle Dynamik beherbergen. Die wollen wir verstehen und wir wollen wissen, wie man damit Funktion erzeugen kann und auch maßschneidern kann. Die Natur nutzt ja ultraschnelle Quantendynamik sprichwörtlich auf natürliche Art und Weise, um sagenhafte Effizienzen hervorzubringen, zum Beispiel für den komplexen Vorgang der Photosynthese. Wenn wir in der Physik ein ähnlich gutes Verständnis dafür hätten, wie Quantendynamik makroskopische Eigenschaften erzeugt, dann könnten wir auch diese Idee für neue Quantentechnologien der Zukunft nutzen. Ja, also womöglich stellt sich die Alltagssprache unter ultraschnell eben was ganz anderes vor als die Quantenphysiker. Das ist so eine dieser Fragen. Neues wissenschaftliches Wissen kann zu neuen Paradigmen führen. Und so ist es im Fall der Entdeckungen von Herrn Huber. Und zwar auch in dem Sinne, dass es sich dabei nicht um die Etablierung allein eines Paradigmas handelt, sondern um diejenige von mehreren. Seine bahnbrechenden Arbeiten haben zunächst den Anschluss gegeben zu einem neuen Forschungsfeld an der Schnittstelle von Optik und Elektronik. Dabei werden atomar starke Lichtfelder als Wechselspannung in Festkörpern verwendet, um vollkommen neuartige Quantenphänomene auf kürzesten Zeitskalen erforschen zu können. Neben den rein grundlagenorientierten Aspekten hat dieser Ansatz aber auch ein ganz konkretes Anwendungspotenzial für die schnelle Elektronik der Zukunft, für ultraschnell atomar auflösende Mikroskopie, für Quanteninformationsverarbeitung mit Rekordgeschwindigkeiten. Herr Huber erkannte das Potenzial der neuen Quantenbewegungen und etablierte weitere Möglichkeiten. Es gelang seiner Gruppe, Quasiteilchen gezielt miteinander zu kollidieren. Und diese Kollisionen führen zu ultrakurzen Lichtblitzen, die ähnlich wie in Elementarteilchenbeschleunigern, das meinte ich mit den Modelleisenbahnen für die großen Jungs, die ähnlich wie in Elementarteilchenbeschleunigern, also wer mal im CERN war, weiß, wie so eine Modelleisenbahn aussieht. Das ist die geilste Modelleisenbahn der Welt. Aber also wollte nur die Metapher erläutern. Diese Kollisionen führen zu ultrakurzen Lichtblitzen, die dann Rückschlüsse auf die Struktur der Quasiteilchen zulassen. Gleichzeitig ist es gelungen, die Lichtwellenelektronik auf die Einzelquantenebene auszudehnen. In diesem Experiment konnte der Kreis um Herrn Huber durch die Kombination von Rastertunnelmikroskopie und ultraschnellen Laserpulsen Molekülbewegungen in einem einzigartigen atomaren Zeitlupenfilm direkt verfolgen. Und diese Ergebnisse sind, wie soll man sagen, nur die Spitze des Eisbergs. Immer wieder hat Herr Huber die Grenzen des experimentell Machbaren verschoben und die Fachwelt mit einer erstaunlichen Serie wegweisender Arbeiten verblüfft. Seine spektakulären Ideen besitzen Strahlkraft weit über die Grenzen der eigenen Fachdisziplin hinaus, sei es in Richtung Theorie, physikalische Theorie, Oberflächenphysik, Mikroskopie oder auch Chemie. Es ist ihm gelungen, zum Beispiel die neue Forschungsidee der Lichtwellenelektronik derart interdisziplinär zu etablieren, dass heute viele hochrangige Forschungsgruppen weltweit seinem Beispiel folgen. Herr Huber hat an der TU München Physik studiert und ist dort 2003 promoviert worden. Nach einem Postdoc-Aufenthalt in Berkeley hat er eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe, was uns sehr freut. Es ist nämlich nicht nur so, dass ganz besonders viele Leibniz-Preisträger dann einen Nobelpreis kriegen. Es ist auch so, dass ganz besonders viele kleine Leibniz-Preisträger dann einen großen Leibniz-Preis kriegen.
Nach einem Postdoc-Aufenthalt in Berkeley hat er eine Eminöter-Arbeitsgruppe in Konstanz geleitet, bevor er dann 2010 an das Institut für experimentelle und angewandte Physik in Regensburg berufen worden ist. Es freut mich sehr, Herr Huber, dass ich Ihnen heute... Das war die Frage mit der Ontologie. Es gibt mir was. Ich beschäftige mich mit den Strukturmerkmalen moderner Gesellschaften, insbesondere spätmoderner Gesellschaften, wobei für mich besonders der Aspekt der Kultur zentral ist. Wir haben ja in vieler Hinsicht in den Gegenwartsgesellschaften die Erwartung, dass Einzigartigkeit, Besonderheit, Außergewöhnlichkeit fabriziert wird. Und meine Frage ist eben, welche Folgen hat das, wenn also Besonderheit selber zu einer Erwartung wird? Tatsächlich hatte ich dieses Erlebnis, dass mir eigentlich klar wurde, dass man also mit so einem Konzept wie Singularisierung, also die Fabrikation des Einzigartigen, dass man da ganz unterschiedliche Ebenen mit betrachten kann. Also sowohl die Menschen, die nach Einzigartigen streben, aber auch die Dinge, die als Einzigartige geformt werden, aber auch zeitliche Einheiten, räumliche Einheiten. Und was mich dabei aktuell besonders interessiert, sind die politischen Konsequenzen dieses Strukturwandels. Also ganz konkret gesagt, inwiefern ist der politische Liberalismus der letzten Jahrzehnte in eine Krise geraten? Warum ist er in eine Krise geraten und was sind mögliche Auswege? Es wird wenigen entgangen sein, meine Damen und Herren, dass die modernen westlichen Gesellschaften seit einigen Jahren vielfachen sehr komplexen Strukturwandlungen unterworfen sind. Und kaum jemand dürfte diese Wandlungen profunder analysiert haben als der Kultursoziologe und Gesellschaftstheoretiker Andreas Reckwitz. Seine Arbeiten zeichnen sich durch reiches Detailwissen aus, ebenso wie durch die synthetische Kraft zu umfassenden Deutungen. Und damit es kein Missverständnis gibt, will ich sagen, es geht um die umfassenden Deutungen der Gesellschaft. Denn die Leitfrage, was passiert, wenn Besonderheit selbst zu einer Erwartung wird, könnte man ja auch als den Versuch einer Theorie des Leibniz-Preises verstehen. Also es ist nicht völlig selbstreferenziell, was wir hier veranstalten. Herr Reckwitz studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Bonn, in Hamburg und in Cambridge und ist 1999 in Hamburg promoviert worden, wo er sich 2005 auch habilitiert hat. Er hat dann im selben Jahr den Ruf auf eine Professur für allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Universität Konstanz angenommen und ist seit 2010 Professor für vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und regelmäßiger Gastprofessor an der Universität St. Gallen. Seit zwei Jahrzehnten besticht und bereichert Herr Reckwitz Fachwelt und Öffentlichkeit durch eine Reihe einflussreicher Studien, die weit über die Soziologie hinauswirken und viele Forschungsdiskurse, und da spreche ich jetzt tatsächlich mal aus eigener Erfahrung, viele Forschungsdiskurse in den Kultur- und Geschichtswissenschaften ebenso mitprägen wie diejenigen von Ästhetik und Kunstwissenschaft. In seiner Habilitationsschrift von 2006, Das hybride Subjekt, findet Herr Reckwitz sein zentrales Thema der Analyse moderner Subjektivität, das er dann in einer groß angelegten Rekonstruktion von Subjektkulturen seit dem 18. Jahrhundert entfaltet. Diese Analyse wird in dem breit rezipierten Buch
die Erfindung der Kreativität 2012 weitergeführt. Und ich will allen, die auch öffentlich und politisch tätig sind, sagen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann gehen Sie mit dem Lob, das ist aber kreativ, so ein kleines bisschen zögerlicher um, als sich das so üblicherweise darstellt. Das ist die Theorie eines Kreativitätsdispositivs, das Kennzeichen zeitgenössischer Gesellschaften ist. Herr Reckwitz rekonstruiert Prozesse gesellschaftlicher Veränderung als Dynamiken der Ästhetisierung in unterschiedlichsten Bereichen wie Kunst und Konsum, wie Arbeitszusammenhänge und Stadtwelten, Dynamiken, in denen subjektive Kreativitätswünsche mit sozialen Kreativitätsimperativen zusammenkommen. Man will nicht nur, man muss auch kreativ sein. Das Schaffen von Herrn Reckwitz kulminiert einstweilen, will ich sagen, kulminiert in dem 2017 vorgelegten und viel diskutierten Entwurf einer Gesellschaft der Singularitäten. Hier entfaltet sich die These, dass die Kultur des Besonderen, die in der Moderne einer Logik des Allgemeinen untergeordnet war, dass diese Kultur des Besonderen in der Spätmoderne selbst strukturbildend wird. Er zeichnet dies anhand einer Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen seit den 1970er Jahren nach, insbesondere hinsichtlich einer kulturellen Authentizitätsrevolution, einer postindustriellen Ökonomie der Singularitäten und der technologischen Revolution der Digitalisierung. Das Buch rekonstruiert in großer Klarheit die Entwicklung von einer Industriegesellschaft zu einer Wissens- und Kulturökonomie, in der es darum geht, für die Einzelnen wie für ihre Kollektive Singularitätskapital zu mehren. Eine erfolgreiche Form, sein Singularitätskapital zu mehren, ist, sich den Leibniz-Preis zu holen. Wir forschen am Immunsystem, das aus Zellen besteht, die über den ganzen Körper verteilt sind. Und das ist naturgemäß natürlich sehr komplex, weil man die Zellen nicht auf einen Ort beschränken kann, sondern in ihrer Funktion hängt es davon ab, wo sie sich gerade befinden, wie alt sie sind, wie sie mit anderen kommunizieren. Und wir haben Methoden entwickelt, um die Physiologie dieses Systems zu untersuchen. Dazu haben wir einen genetischen Schalter in Stammzellen eingesetzt und der war induzierbar. Und wenn man das anschaltet, fangen die Zellen an zu leuchten und die Nachkommen dieser Zellen leuchten dann auch. Und so konnte man praktisch zum ersten Mal messen, wie sich diese markierten Zellen im Immunsystem ausbreiten. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist so, wie wenn Sie einen Farbeimer in einen Fluss schütten und dann gucken, wie lange es dauert, bis die Farbe von Heidelberg braucht, bis sie in Rotterdam in die Nordsee fließt. Das haben wir für das Immunsystem gemacht. Um jetzt das Auflösungsvermögen zu erhöhen, haben wir ein Barcoding-System entwickelt. Und damit kann man in Zellen praktisch einen Barcode generieren. Und auf diese Weise kann man eine hochauflösende Analyse des ganzen Systems machen. Autonomie, meine Damen und Herren, Autonomie lässt sich nicht verordnen. Autonomie, wenn überhaupt, emergiert. Und das wissenschaftliche Erkennen braucht solche Autonomie unter anderem deswegen, weil die Entdeckung eines neuen Zusammenhangs selbst dieser Logik der Emergenz gehorchen kann und weil sie Jahrzehnte dauern mag. So wie im Fall der T-Zellentwicklung im Thymus, einem lymphatischen Organ. Denn über Dekaden war von dieser Zellentwicklung angenommen worden, dass sie von einer ständigen Zufuhr an Vorläuferzellen abhänge.
Hans-Reimer Rodewald widerlegte dieses Dogma, diese Lehrmeinung experimentell, indem er die hämatopoetische Autonomie des Thymus darlegen konnte. Er entschlüsselte damit nicht nur die für die T-Zellentwicklung im Thymus notwendige zelluläre Mikroumgebung, sondern lieferte zugleich eine ebenso grundlegendes wie überraschendes Verständnis für Mechanismen bei der Entstehung von Leukämien und den beeindruckenden Nachweis, dass biologische Grundlagenforschung zur Erklärung der Leukämieentstehung herangezogen werden kann. Im Bereich der Blutbildung trug Rodewald mit seinen Untersuchungen über die Entwicklung immunologischer Zellen und Organe wesentlich zum Verständnis der Bildung von Blutzellen bei. Er entdeckte den lange gesuchten Mastzellvorläufer und entwickelte in der Folge eine Serie neuer Tiermodelle, die in der erstmaligen Darstellung einer reinen Mastzelldefizienz dann mündete. Seit 2010 ist er Leiter der Abteilung für zelluläre Immunologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, nachdem er in Hannover Tiermedizin studiert hatte und dort 1988 seine Promotion am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg und seine, nicht dort, sondern in Freiburg 1988 seine Dissertation am Max-Planck-Institut für Immunbiologie abgefasst hat. Nach Aufenthalten am MIT und an der Harvard Medical School und am Basler Institut für Immunologie ist Herr Rodewald seit 1999 Professor an der Universität Ulm. Von dort wechselte er dann auf seine jetzige Position. 2016 hat er den Preis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie erhalten. Seine Forschungsarbeiten haben das Verständnis des blutbildenden und des Abwehrsystems substanziell erweitert und sind gleichzeitig paradigmatisch für das Verständnis der Differenzierungsvorgänge im Körper allgemein. Herr Rodewald erforschte, wie sich verschiedene Arten von Immunzellen aus Stammzellen entwickeln und zusammen mit ein funktionsfähiges Abwehrsystem bilden. Die methodischen Innovationen aus dem Labor Rodewald sind wirkmächtig für Fortschritte in Gebieten weit über sein eigenes Forschungsfeld hinaus. Mit kontinuierlich herausragenden wissenschaftlichen Höchstleistungen ist Herr Rodewald seit vielen Jahren einer der führenden Immunologen weltweit. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rodewald, zum Leibniz. Wir untersuchen, wie befruchtungsfähige Eizellen entstehen und wieso es bei diesem Prozess so häufig zu Fehlern kommt, welche zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten oder Down-Syndrom führen können. Eizellen sind sehr kleine Zellen, deshalb müssen wir grundsätzlich immer mit Stereomikroskopen arbeiten. Mit denen können wir also Eizellen aus den Ovarien isolieren. Im nächsten Schritt müssen diese Eizellen dann injiziert werden mit fluoreszenten Farbstoffen, die wir danach verwenden, um dann eben auf diesen Hochleistungsmikroskopen direkt in menschlichen lebenden Eizellen den Prozess der Chromosomentrennung zu untersuchen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Spindeln in menschlichen Eizellen sehr häufig instabil sind und dass diese Instabilität der Spindel sehr gut mit Fehlern bei der Trennung korreliert. Und einer der Faktoren ist, weshalb die Trennung von Chromosomen in menschlichen Eizellen so häufig fehleranfällig ist. Ich finde es sehr faszinierend, dass wir mit den Mikroskopiemethoden, die wir etabliert haben, zum ersten Mal Zeuge eines so fundamentalen und wichtigen Prozesses am Beginn des Lebens werden können. Thank you.
Also liebe Frau Quantebrand, damit es keine Missverständnisse gibt, wir schieben jetzt 4 Frauen ein zwischen die 6 Männer und es geht strikt alphabetisch. Weil ja alles gedeutet wird, was man macht. Und jedenfalls nicht gedeutet werden kann. Trotz aller Forschungsanstrengungen ist das Wunder biologischen Lebens in letzter Instanz das, was es ist, unverfügbar. Auch dank Melina Schuss Forschungsleistung lassen sich die Parameter dieses Wunders aber immer besser umreißen. Und für die Frage, unter welchen Voraussetzungen aus Leben Leben hervorgeht, liefern ihre Beiträge wegweisende Erkenntnisse und neue Forschungsmethodiken. Ihre international tonangebenden Arbeiten zur Fortpflanzungsbiologie erhellen die grundlegenden Mechanismen nicht nur bei der normalen, sondern auch bei der fehlerhaften Chromosomensegregation, die unter anderem zu Trisomie 21 etwa führen kann. Dieses Gebiet ist gleichermaßen sowohl für die Grundlagenforschung als dann auch in der Reproduktionsmedizin von erheblicher Bedeutung. Die Erforschung der Eientwicklungsmechanismen in Säugetieren war bisher schwierig, da unter anderem Eizellen nur in geringen Mengen zur Verfügung stehen und ihre Entwicklung in verschiedenen Spezies große Unterschiede aufweist. Durch die Entwicklung innovativer Herangehensweisen konnte Frau Schuh ihr Forschungsfeld in bemerkenswerter Weise weiterentwickeln. So hat sie eine Strategie entwickelt, die es ihr als erste erlaubt, die Chromosomensegregation in einzelnen menschlichen Eizellen durch bildgebende Verfahren zu verfolgen. Darüber hinaus hat sie ein seit langem bestehendes experimentelles Problem gelöst, indem sie einen Live-Imaging-RNAi-Screen aufgebaut hat, von, weiß gar nicht, ob das auch nur richtig ausgesprochen ist, was ungefähr was eine RNA ist, aber was das I da hinten soll, ist mir Hekuba. Ein Live-Imaging-RNAi-Screen, mit dem einzelne Proteine in Säugereizellen gezielt ausgeschaltet werden, so dass deren individuelle molekularen Funktionen bei der Reifeteilung aufgeklärt werden können. Der von Frau Schuh entwickelte Screen ist ein Durchbruch, der großes Potenzial besitzt für die Entwicklung neuer Ansätze bei der Behandlung von Fruchtbarkeitsverlusten und Erbkrankheiten bei Menschen. Vor kurzem hat sie mit dem Trim-Away-Verfahren eine weitere neue und überaus vielversprechende Methode zur Proteindepletion veröffentlicht, die den schnellen Abbau endogener Proteine ohne Modifikation der Proteine in vielen Zelltypen ermöglicht. Nach dem Studium der Biochemie in Bayreuth wurde Frau Schuh 2008 am Embl in Heidelberg promoviert. Im Anschluss wechselte sie dann als Gruppenleiterin an das MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, an dem sie zuletzt als Program Leader tätig war, bevor sie dann 2016 als Direktorin der Abteilung Meiose an das MPI für biophysikalische Chemie in Göttingen berufen worden ist. Herzlichen Glückwunsch zum Leibniz-Preis. We study a major way cells control the functions of their proteins through precise placement of a molecule called ubiquitin. Ubiquitin acts like a stop sign, controlling what goes on, when, and where in a cell, much like stop signs control traffic. So at any given time, there are between 10,000 and 100,000 of these ubiquitin molecules acting to control other proteins in the cell. We are trying to understand how ubiquitin is precisely placed at the right time to control proper timing of biochemical reactions inside cells. We hope this knowledge will lead to better approaches to treat diseases when there are quote unquote accidents because ubiquitin system has broken down.
We have been on a quest for 20 years to be able to see these ubiquitin stop signals. And now, with new technologies being developed by my laboratory, we're finally able to see this regulation, how cellular traffic is controlled for the first time. Viele biochemische Funktionsstörungen, wie zum Beispiel Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen, entstehen durch Fehlregulationen bei der posttranslationalen Modifikation. Dabei werden zelluläre Proteine nach der vollständigen Translation durch das kleine Protein Ubiquitin oder strukturell verwandte Ubiquitin-ähnliche Proteine, UBLs, man spricht also von der Ubiquitin-Familie, verändert, um so diverse zelluläre Prozesse wie Proteintransport, Zellteilung, Autophagie zu regulieren. Zu einem besseren Verständnis dieses biochemischen Mechanismus und seiner funktionellen Implikationen hat Brenda Schulmans Forschung ebenso maßgeblich beigetragen wie zum Verständnis der Rolle der Regulation im Zellteilungszyklus überhaupt. Das rührt an einen Kern aller biologischen Fragen: Warum teilt sich die Zelle? Die Früchte ihres wissenschaftlichen Schaffens haben sich dabei nicht nur in einer ganzen Reihe wegweisender Publikationen niedergeschlagen, sondern längst Eingang gefunden in Lehrbücher und Standardwerke. Leitend ist für Frau Schulman dabei die Frage, wie bei Ubiquitin- und UBL-Modifikationen Spezifizität erreicht wird und wie diese Modifikationen die Struktur und die Funktion ihrer Targets verändern. Dabei verwendet sie einen integrativen strukturbiologischen Ansatz und kombiniert Proteinkristallographie und Kryoelektronenmikroskopie mit biochemischen und zellbiologischen Methoden. Eine besondere Stärke ihrer Arbeit liegt darin, Strategien zu entwickeln, um transiente Ubiquitilierungsintermediate zu stabilisieren und dadurch tiefe Einblicke in die molekularen Mechanismen zu erhalten. Frau Schulman studierte Biologie an der Johns Hopkins University, die bei weitem Humboldtscheste Universität in den Vereinigten Staaten, und wurde 1996 am MIT promoviert. Bevor sie 2016 nach Deutschland kam, forschte sie unter anderem am renommierten St. Jude Children's Research Hospital in Tennessee. Vielleicht ist es deswegen auch nicht verwunderlich, dass sie neben den genannten grundlegenden Studien zu den molekularen Mechanismen der Ubiquitilierung auch der therapeutischen Nutzung ihrer Erkenntnisse zuarbeitet. Seit 2016 ist Brenda Schulman Direktorin der Abteilung Molekulare Maschinen und Signalwege am MPI für Biochemie in Martinsried, around the corner from where I live, und bekleidet zudem seit 2018 eine Honorarprofessur an der TU München. It's an honor and a pleasure to award you with the Leibniz Prize of the Deutsche Forschungsgemeinschaft. My research really tries to focus on what I would say are big questions. So I really try and deal with three or four topics, which are migration, citizenship, diversity, and equality. These are the main topics that I address in my work. A lot of my work deals with gender equality. How do we ensure that women actually gain rights, but not just as citizens, but also as members of religious minority communities? To me, one of the most interesting questions is we're seeing a rise of what are referred to as golden passports, golden visas. These are specific ways to bring in the super rich. Could it be that citizenship is just for sale? But
But I think I really wear two different hats. So I have my lawyer hat. I have plenty just to address the kind of dramatic changes which occur. And my second hat is much more of a long-term vision. It's a political theory. So there I'm permitted to ask the big questions. And I really like moving between these very different analytical levels. Ist ganz schön, gell? In den USA ist der politische Streit um eine Mauer an der Südgrenze längst zu einer Alles-oder-Nichts-Frage aufgeschaukelt worden. Und auch in Europa werden Grenzsicherungsfragen immer heftiger diskutiert, längst auch außerhalb unserer Grenzen auf diese Grenzen bezogene Fakten geschaffen. Und obwohl Grenzfragen zunächst als lokal klar definierte Probleme erscheinen mögen, so bedeuten sie im Einzelfall doch die Welt. Die Zufälligkeit, nämlich auf der einen oder auf der anderen Seite einer Grenze geboren worden zu sein, die nennt Frau Schacher treffend eine Birthright Lottery. So in ihrem zweiten Buch Citizenship and Global Inequality von 2009. Das Werk ist nicht nur im folgenden Jahr als International Ethics Notable Book ausgewählt worden, sondern begründet Frau Schachers führende Rolle in der multidisziplinären Forschung zu globaler Gerechtigkeit und Einwanderung. Bereits ihr erstes Buch Multicultural Jurisdictions, Cultural Differences and Women's Rights von 2001 hatte weltweite Resonanz gefunden. Es geht um den Status von Frauen in religiösen Minderheiten. Analysiert werden die Spannungen zwischen Traditionen, kulturellen, soziokulturellen Traditionen, religiöser Diversität und der allgemeinen Norm der Geschlechtergleichheit. Das Buch ist mit dem Best First Book Award der American Political Science Association ausgezeichnet worden im Bereich Foundation of Political Theory. Frau Schachers Arbeiten sind durch differenzierte Gerechtigkeitserwägungen gekennzeichnet, die sie international anschlussfähig machen. Entgegen einer vielfach engen Ausrichtung der Rechtswissenschaft am geltenden meist nationalen Recht, und das ist besonders für die deutsche Jurisprudenz charakteristisch, entgegen dieser vielfach oder charakteristisch gewesen, Herr Möllers, entgegen dieser vielfach engen Ausrichtung der Rechtswissenschaft am nationalen Recht setzt Frau Schacher zudem in vorbildhafter Weise die Forderung nach einer verstärkt interdisziplinären und transnationalen Ausrichtung rechtswissenschaftlicher Forschung um. Wegen der fruchtbaren Kombination unterschiedlicher Perspektiven und Wissensbestände haben ihre Veröffentlichungen nicht nur weltweit, sondern auch auf ganz verschiedenen wissenschaftlichen Feldern Einfluss erlangt, wie den Gender Studies, der Philosophie, der Politikwissenschaft. Frau Schachers außerordentliche Sensibilität dafür, welche Themen der Zeit wissenschaftlicher Ausarbeitung bedürfen und die Fähigkeit, dies mit methodischem Weitblick zu tun, macht sie nicht nur in der deutschen Forschungslandschaft, sondern international zu einer Ausnahmeforscherin. Sie studierte zunächst an der Universität Tel Aviv Politik- und Rechtswissenschaft und wurde 1997 an der Yale Law School promoviert. Sie ging dann an die University of Toronto, wo sie 2007 auf den Canada Research Chair in Citizenship and Multiculturalism berufen worden ist. Seit 2015 ist Frau Schacher Direktorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Ich freue mich sehr, verehrte Frau Schacher, Ihnen den Leibniz-Preis überreichen zu dürfen. Mögen Sie mit dieser Auszeichnung die Mittel und Wege finden, unseren Gesellschaften ihre Spannungen und Widersprüche aufzuzeigen und die Wege, mit diesen Spannungen und Widersprüchen leidlich zivilisiert umzugehen. Ich gratuliere.
In meiner Forschung versuche ich zu verstehen, inwieweit Familienstrukturen, zum Beispiel Polygamie, Beispiel Frauenrechte, wichtig sind für wirtschaftliches Wachstum. Ich untersuche beispielsweise, ob Länder südlich der Sahara unter anderem so arm sind, weil sie Polygamie erlauben. Oder ob sich häusliche Gewalt über den Konjunkturzyklus ändert. Gibt es zum Beispiel mehr Gewalt während einer Konjunkturschwäche? Mich interessiert auf der einen Seite die wirtschaftliche Entwicklung von reichen Ländern, also zum Beispiel, wie haben sich Frauenrechte in Deutschland, in Amerika über die Jahrhunderte geändert? Und auf der anderen Seite aber auch die Situation in Entwicklungsländern heute. Beispiel HIV in Afrika, wovon Frauen besonders betroffen sind, hat das was mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun. Aktuell versuche ich zu verstehen, warum Südkorea solch eine niedrige Geburtenrate hat und was der Staat dagegen unternehmen könnte oder sollte. Wir versuchen diese Fragen mit fast schon naturwissenschaftlichen Methoden zu beantworten. Dies ergibt ein spannendes Zusammenspiel von Hypothesen, Modellen, Daten und neuen Erkenntnissen. Frauenfreiheit heißt Auflösung paternalistischer Strukturen, heißt Abhängigkeitsverhältnisse abschwächen oder überwinden. Das kann nach Revolution klingen, vollzieht sich aber häufig auch ganz inkrementell. Und möglicherweise beides zugleich ist die Einführung des allgemeinen Frauenwahlrechts gewesen, dessen 100. Geburtstag wir im Januar feiern konnten. Die ökonomischen Emanzipationseffekte geraten dabei bei solchen Feiern nur selten in den Blick, obwohl, wie Frau Tertil zeigen kann, diese zugleich ein Konjunkturprogramm allererster Güte darstellen. Sie liefert damit eine wissenschaftliche Analyse, die uns zugleich des liberalen Zusammenhangs von politischer Freiheit und ökonomischer Prosperität vergewissert in Zeiten, in denen autoritäre Politikformen weltweit Zulauf finden und diesen Zusammenhang stören. So untersucht Frau Tertilt in ihrer in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzenden Arbeit von 2009 mit dem Titel Women's Liberation, What's in it for men? Untersucht sie die Durchsetzung von Frauenrechten und ihre Folgen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Warum waren Frauen in dieser Zeit bereit, einen Teil ihrer Macht an, warum waren Männer in dieser Zeit bereit, einen Teil ihrer Macht an Frauen abzugeben? So weit sind wir nicht, wie ich gerade gestartet habe. Warum waren Männer in dieser Zeit bereit, einen Teil ihrer Macht an Frauen abzugeben? Und aus Frau Tertils Antwort ist zu lernen, dass Männer kaum ein Interesse daran haben, Rechte an ihre eigenen Frauen abzutreten. Aber sie möchten die Rechte ihrer Töchter fördern. Mehr Rechte für Frauen führen zu niedrigeren Geburtenraten und höheren Investitionen in die Ausbildung der Kinder. Und das zahlt sich aus, wenn Ausbildung ökonomisch wichtiger wird. Wie wirklich niemand zuvor hat Frau Tertilt den Einfluss von Geschlechterrollen und Familienstrukturen auf wirtschaftliches Wachstum, Investitionen in Humankapital und ökonomische Entwicklung untersucht und damit die Familienökonomie in die Entwicklungs- und in die Makroökonomie integriert. So hat sie beispielsweise theoretisch und empirisch mit Bezug auf Westafrika zeigen können, dass die Abschaffung der Polygamie einen erheblichen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Darauf ist gerade angespielt worden. Und stets verbindet Frau Tertilt komplexe ökonomische Gleichgewichtsmodelle mit empirischen und wirtschaftshistorischen Methoden. Und sie hat damit den Wirtschaftswissenschaften Perspektiven eröffnet, die wegweisend sind und die sie mit ihrer Gruppe weiterverfolgt und die sie in Debatten über aktuelle wirtschaftspolitische Fragen einbringt. Frau Tertilt war von 2013 bis 2017 leitende Herausgeberin der Review of Economic Studies, einer der renommiertesten Zeitschriften der Ökonomie. Sie hat Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld studiert und an der University of Minnesota, an der sie auch promoviert wurde, ist.
Anschließend war sie 8 Jahre als Assistant Professor in Stanford, bevor sie 2010 einen Ruf an die Universität Mannheim angenommen hat und nach Deutschland zurückkehrte. In Mannheim ist sie derzeit Projektleiterin im DFG-Sonderforschungsbereich Economic Perspectives in Societal Challenges. Es freut mich sehr, dass wir mit dem Leibniz-Preis, Frau Tertilt, auch Ihre zukünftigen Forschungen zu wirtschaftspolitischer Vernunft und freiheitsfreundlicher Politik unterstützen können. Ich gratuliere sehr. In der Natur sind alle Prozesse im mikroskopischen Bereich auf Quantenmechanik basiert. Quantencomputerbasierte Rechenmethoden wollen die mikroskopische Natur mit ihrer eigenen Sprache berechnen. Wir entwickeln neue elektronische Schaltkreise für Quantentechnologien, zum Beispiel Quantencomputern, die neuartige Rechenmethoden ermöglichen werden. Hierbei gibt es noch sehr wichtige Fragen. Was sind die besten Quantenschaltkreise? Wie skalieren wir Schaltkreise zu mächtigen Quantencomputern? Welche Probleme können wir mit Quantencomputer lösen? Im Moment geht es hauptsächlich darum, die besten Quantenschaltkreise zu erfinden. Da gibt es verschiedene Wege, Halbleiterstrukturen, superleitende Schaltkreise und jetzt mein persönliches Feld, Molekularmagneten. Nanomagneten sind halt kleine magnetische Elemente, in denen man Daten speichern kann. Wenn diese Elemente klein genug sind, dann sind wir im Quantenbereich, das heißt, wir haben Quantenbits. Und die Schwierigkeit im Moment ist einfach, diese Bits zusammenzuschalten, aber wir sind dran, das zu machen. Beste Forschungsleistung, meine Damen und Herren, eröffnen neue Felder und Fragestellungen. Und keineswegs immer finden diese Leistungen Nachahmer, sodass sich dann so etwas wie Paradigmenwechsel in einem wissenschaftssoziologischen Sinne auch tatsächlich einstellen. Aber Wolfgang Wernsdorfers Arbeiten zu Nanomagnetismus und Einzelmolekülmagneten waren nicht nur wegweisend für dieses Forschungsfeld, sondern über Jahrzehnte Schrittmacher für die enormen Fortschritte im Bereich der experimentellen Festkörperphysik an der Schnittstelle zur Chemie und zu den Materialwissenschaften. Herr Wernsdorfer wurde so zum weltweit führenden Experten für Nanomagnete und für ihren Einsatz in der molekularen Quantenspintronik. Nach der Ausbildung zum Elektroniker hat er an der Universität Würzburg Physik studiert. Dann ist er zum Louis-Néel-Institut in Grenoble gewechselt, an dem er 1996 promoviert wurde. Dort legte er dann auch die Grundlage für seinen späteren Erfolg. Bereits als Doktorand entwickelte er am Grenobler Tieftemperaturlabor ein bahnbrechendes Messinstrument, den Nanosquid, mit dessen Hilfe er die magnetischen Eigenschaften von einzelnen Nanostrukturen und Molekülen untersuchen konnte. Mit den einzigartigen Eigenschaften dieses Geräts hat Herr Wernsdorfer eine Vielzahl neuer physikalischer Phänomene untersucht, darunter den Mechanismus der Magnetisierungsumkehr. Ebenso zeigte er, dass einzelne Moleküle ein signifikantes magnetisches Moment tragen und über einen langen Zeitraum eine stabile Orientierung ähnlich zu herkömmlichen Magneten aufweisen können, was bis dahin als unmöglich galt. Einzelmolekülmagnete zeigen zudem nicht nur die klassischen Eigenschaften von Magneten, sondern auch Quanteneigenschaften. Herr Wernsdorfer fand heraus, welche Rolle die Quantengesetze für molekulare Magneten spielen und konnte dadurch elektronische Schaltkreise bauen, bei denen die Magnetisierung des Moleküls den elektronischen Strom steuert. Daraus ergibt sich eines
Ihrer neuen Ziele, Herr Wernsdorfer, und möglicherweise die Antwort auf eine der anspruchsvollsten wissenschaftlichen Fragen unserer Zeit, nämlich kleine molekulare Quantenprozessoren in die hochmoderne Technologie der Mikroelektronik zu integrieren. Molekulare Nanomagnete könnten einen Schlüsselbeitrag leisten zur Operabilität künftiger Quantencomputer und dann eine Reihe weiterer Technologien ermöglichen, basierend auf quantenmechanischen Prinzipien. 2002 hat sich Herr Wernsdorfer an der Université Joseph Fourier in Grenoble habilitiert und seit 2008 war er Directeur de Recherche Première Classe am Institut Néel, bevor er 2016 als Humboldt-Professor ans KIT kam. Sein Schaffen ist mit zahlreichen hochrangigen Auszeichnungen prämiert, wie dem Oliver Kahn International Award oder dem Prix Special des Sociétés Françaises de Physique und mit dem Leibniz-Preis. Och, wir überbieten das einfach. Wir erforschen und versuchen, Wirkmechanismen zu beeinflussen, die an künstlichen und in künstlichen synthetischen Membranen stattfinden. Das können wir einsetzen, um zum Beispiel Meerwasser zu entsalzen. Wir produzieren aus diesem salzigen Wasser Trinkwasser. Das ist also eine lebenswichtige Technologie. Das Spannende ist, dass es gleichzeitig molekular-atomistisch ist, auf ganz kleiner Skala, gleichzeitig aber auch auf großer Skala mit riesigen Prozessen, die dann letztendlich viel Produkt herstellen aufgrund dieser Membranen. Wir sind inspiriert durch die Funktionselemente von biologischen Zellen, die zum Beispiel integrieren diesen selektiven Transport von Membranen mit chemischen Reaktionen. Ganz aktuell versuchen wir, große Herausforderungen zu lösen. Da geht es vor allen Dingen um die Abtrennung von CO2 aus unserer Atmosphäre. Und die Umsetzung dieses CO2 zu wertvollen Chemikalien. Die Sachverhalte dieser Welt haben nicht von alleine den Zuschnitt wissenschaftlicher Disziplinen. Sie müssen erst in wissenschaftliche Fragen übersetzt werden. Aber wenn das gelungen ist, dann sind im Ausgang von disziplinären Methodiken wissenschaftliche Lösungen konkreter solcher Probleme möglich. Deswegen bedarf es ebenso sehr der Fähigkeit, disziplinäres Wissen auf neue Problemkonstellationen anzuwenden, wie auch des Wissens darum, wo die disziplinären und die interdisziplinären Grenzen solcher Anwendung liegen. Denn nicht zu deren Verschiebung oder Aufweichung haben Herrn Wesslings spektakuläre Arbeiten auf dem Gebiet der Polymerforschung und Membrantechnologie beigetragen, sondern dazu, ihre Durchlässigkeit zu erhöhen. Man könnte auch sagen, es handelt sich hier um die Membranen der Forschung und Innovation, um Barrieren, an denen sich Grundlagenforschung und Anwendungsorientierung wechselseitig Einsichten zuflüstern. Synthetische Membranen sind fundamentaler Bestandteil vieler industrieller Prozesse und medizinischer Applikationen. Das haben Sie gerade in dem Film selber auch gesagt, wie Wasserentsalzung, Abwasserbehandlung oder medizintechnischer Lösungen. In der Energiespeicherung werden Membranen in Hochleistungsbatterien oder als Brennstoffzellen für Kraftwerke zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes eingesetzt, um nur wenige weitere Beispiele für die Weite des Einsatzfeldes neuartiger Membranen zu nennen.
Herr Wessling, ist es in den vergangenen Jahren gelungen, durch interdisziplinäre Anwendungen Lösungsmethoden für diese Probleme aufzuzeigen. Seine richtungsweisenden Arbeiten zu Synthese, Beschreibung und Verständnis semipermeabler synthetischer Membranen haben ihn zu einem weltweit führenden Experten gemacht, und es ist ihm und seiner Arbeitsgruppe überdies gelungen, diese hochleistungsstarken Werkzeuge für ganz verschiedenartige Anwendungen innovativ zu entwickeln. Herr Wessling hat Chemietechnik studiert in Dortmund und Cincinnati. Danach forschte er in den Niederlanden, wo er 1993 in Twente promoviert wurde und eine Professur für Membrantechnologie innehatte. 2010 folgte er einem Ruf als Humboldt-Professor an die Forschungsinitiative Next Generation Processes and Products an der RWTH Aachen. In seinem Streben nach Interdisziplinarität hat er sich in den folgenden Jahren dem Ausbau des DWI, und das ist das Leibniz-Institut für interaktive Materialien, nicht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, gewidmet. Seine Expertise hat wesentlich dazu beigetragen, Aachen zu einem international führenden Standort in der Membranforschung auszubauen. Kennzeichnend für den Verfahrenstechniker Wessling ist es, dass viele seiner grundlegenden Arbeiten ihren Weg auch zu Patenten und in Produkte gefunden haben. Die bereits erfolgreichen Entwicklungen bottom-up molekularer und top-down additiver Fertigungsmethoden erlauben erstmalig, dass die Membranfunktionalität präzise justiert werden kann und die daraus resultierenden Wirkmechanismen analysiert und verstanden werden können. Derzeit werden am DWI die Grundlagen dafür entwickelt, die Welt der synthetischen und biologischen Membranen mithilfe dieser Top-Down-Bottom-Up-Strategie zusammenzuführen. Ich stelle mir vor, am schönsten wäre es, Herr Wessling, wenn Ihre Membranforschung selbst zu einem, sagen wir, exemplarischen Forschungsmembran werden, an der sich disziplinäres Wissen und Weltfragestellungen produktiv begegnen und semipermeabel gegenseitig beeinflussen können. Herzlichen Glückwunsch zum Leibniz. Jetzt, Herr Haddadin, räume ich das Pult für Sie. Etwas erleichtert, dass das übersetzt wird. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, sehr geehrte Frau Senatorin Quante-Brandt, sehr geehrter Herr Präsident Strohschneider, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Familien und Freunde, verehrte Festgesellschaft. Zuallererst möchte ich mich sehr herzlich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und hier allen voran natürlich bei Präsident Strohschneider dafür bedanken, dass mir die Ehre zuteil wird, die Dankesrede der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zu halten. Als einfacher Ingenieur und Informatiker nun wahrlich keine leichte Aufgabe, insbesondere vor dem Hintergrund der Wortgewalt und Bescheidenheit des Präsidenten. Als ich also darüber nachdachte, wie ich dieser Aufforderung nachkommen könnte, wollte ich gleich so vieles sagen, habe jedoch die Aufgabe bekommen, in wenigen Minuten etwas zu sagen. Demnach kam ich zu dem Schluss, dann sage ich eben viel in wenig Zeit. Meine kurze Rede folgt einem einfachen Dreisatz. Teil 1, der Kontext, Teil 2, die Conclusio und Teil 3, der Dank. Teil 1, der Kontext. Intelligente Maschinen als Spiegelbild der menschlichen Intelligenz. Als Kind habe ich davon geträumt, zu verstehen, warum die berühmten Wissenschaftler
Wissenschaftlerinnen und Gelehrten, sei es Newton, Descartes oder Da Vinci, sich eigentlich diese epochalen Fragen gestellt haben, die sie damals umtrieben. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie solche Gedanken gepaart mit derartiger, fast unbeschreiblicher Kreativität entstehen konnten. Als ich dann Mitte der 90er Jahre erstmals Newtons Bewegungsgesetze in der Schule, zumindest glaubte ich das, wirklich verstanden hatte, war ich überzeugt, eine mehr oder weniger fundamentale Einsicht zu haben. Bei genügend Rechenkapazität müsse sich doch offensichtlich die Zukunft vorhersagen lassen, wenn ich die Grundgesetze der Physik verstünde und Maschinen baute, die diese, unsere Zukunft vorausschauend, berechnen würden. Natürlich nur der Gedanke eines kleinen Kindes, aber doch einer, der mich von da an nicht mehr losließ. Er erklärte auch, warum mich eben dieser Gottfried Wilhelm Leibniz damals wie auch heute noch so fasziniert hat. Und zwar nicht nur, weil er den Binärcode oder die Infinitesimal- und Differentialrechnung und so unendlich viele andere Dinge erarbeitet hat, sondern weil er, man kann und muss es so deutlich sagen, einer der Vordenker der Robotik und künstlichen Intelligenz war. Er hatte verstanden, dass Berechnung ausgedrückt als Code und physische Mechanismen, beispielsweise ausgedrückt als Bewegung, miteinander gekoppelt und beispielsweise in der ersten Rechenmaschine für alle vier Grundrechenarten implementierbar waren. Dies hatte er jedoch ausdrücklich vom Geist des Menschen unterschieden und eine Wechselwirkung zwischen Körper und Geist damit ausgeschlossen. Eine Meisterleistung und bis heute keine selbstverständliche Schlussfolgerung. Leibniz postulierte daher, dass denkende Maschinen aufgrund ihrer Dekompositionierbarkeit unmöglich seien. Dies begründete sich dadurch, dass gleich wie komplex diese Maschinen seien, sie doch nur aus ineinandergreifenden Codes und Mechanismen bestünden. Leibniz sagt sogar, dass wer diese Maschinen betritt, wird aber, ich zitiere, niemals etwas antreffen, woraus man eine Perzeption oder Empfindung erklären könnte. Man könnte also Leibniz, den vielleicht letzten Universalgelehrten Deutschlands, zum absoluten Vorbild in der aktuellen Debatte um Mensch und Maschine nehmen. Man könnte auch sagen, dass Leibniz die These vertrat, dass maschinelle Intelligenz, jedoch keine künstliche Intelligenz, möglich sei, die Maschine also ein Spiegelbild des menschlichen Körpers, jedoch nie seines Geistes sein könne. Zweifelsohne war er ein Ausnahmeforscher Geist, der im Grunde bereits zu seiner Zeit dieselben Fragen wie wir heute gestellt hat. Gleichzeitig war er jedoch auch Gefangener eben seiner Zeit und den damit verbundenen Einschränkungen. Denken Sie daran, Gottfried Wilhelm Leibniz stemmte sich auf seine Weise dagegen. Er war im Grunde, das Internet wurde gestern 30 Jahre alt, ein Tim Berners-Lee seiner Zeit. War er doch bekanntermaßen in regem Austausch, im regen Briefwechsel mit der damaligen europäischen Wissenschaftscommunity. Sind wir also nur Teil einer komplexen, sich immer wiederholenden und an Erkenntnis reicher werdenden Menschheitsmaschine, deren zugegebenermaßen komplexe Recheneinheiten wir Menschen mit Körper und Geist sind? Hier kommt nun der Gedanke der vernetzten und kollektiven Intelligenz ganzer Systeme ins Spiel. Wissen und Fähigkeiten sind nicht mehr nur mein individueller Geist und Materie, sondern sie werden zum Teil eines großen Ganzen. So könnte der Ansatz einer Theorie durchaus beginnen. Berücksichtigt man nun, dass wir uns nach derzeitigen Debatten in der Geologie, womöglich im Anthropozän, also dem Zeitalter der Menschheit, befinden und spinnt diesen Gedanken weiter, dann erscheint es zumindest unserer Generation nun eindeutig, dass wir uns eben nicht mehr nur rein als Individuum, sondern vielmehr als durch Maschinen miteinander vernetzte und kollektiv kommunizierende, denkende und handelnde Systeme begreifen müssen. Teil 2, die Conclusio. Mittel zum Zweck im Anthropozän. Uns allen ist bewusst, dass insbesondere in der natur- und ingenieurswissenschaftlichen Forschung Zeit für freies und langfristiges Wirken, und dies ist nun einmal der Schlüssel zum Erfolg, beträchtliche Mittel erfordert. Und da Mittel genauso wie Zeit begrenzt sind, stellt sich sofort die Frage, für welche der zahllosen, talentierten Forscherinnen und Forscher können die richtigen Randbedingungen geschaffen werden? Denn die Köpfe hinter den jeweiligen Disziplinen sind im Grunde neben ihren individuellen wissenschaftlichen Exzellenz auch die Beschleuniger und Multiplikatoren, die mit der richtigen Energiequelle es auszustatten gilt.
Denn auch wenn wir in Deutschland sehr gute Ausbildung genießen dürfen, die Welt ist in einem steten Wettbewerb und brillante Köpfe alleine sind nun einmal nicht genug. Dafür sind viele der aktuellen und absehbarer Zeit relevanten Fragen schlichtweg zu groß, um von uns alleine beantwortet werden zu können. Wir Preisträger tragen also eine große Verantwortung, weil wir damit auch Mittel zum Zweck sind. Denn die Gesellschaft verspricht sich durch unser Wirken bessere und nachhaltige Forschung, Bildung und damit Wohlstand und Fortschritt. Der Leibniz-Preis wird es uns nun ermöglichen, die inhärente Inkongruenz aus zu beantwortenden Fragen, den nötigen, jedoch nur limitiert verfügbaren Mitteln sowie unserer jeweils begrenzten Zeit in der großen Menschheitsmaschine für mehr als nur einen Wimpernschlag zu überbrücken. Wir werden über einen Zeitraum von 7 Jahren den Dingen, die uns beschäftigen, mit Nachdruck, Neugierde, aber auch unbändiger Kreativität nachgehen. Und für dieses Vertrauen, das uns ausgesprochen wird, möchte ich mich im Namen aller Preisträgerinnen und Preisträger aufrichtig und herzlich bedanken. Teil 3, der Dank. Nanos gigantum humeris incidentis, Zwerge auf den Schultern von Riesen. Natürlich wissend, gerade wir Forscherinnen und Forscher, wie wichtig es ist, sich im großen Erkenntniszyklus der Wissenschaften als eines von vielen bedeutenden und weniger bedeutenden Elementen zu sehen. Man baut auf einer massiven und manchmal auch ehrfurchtsgebietenden Historie auf, steht auf den Schultern dieser Riesen und fühlt sich so klein und unbedeutend. Als Kind hatte ich bereits die schreckliche Befürchtung, dass schon alles bekannt sei und meine Fragen überhaupt keine Relevanz mehr hätten. Ich also zu spät käme, um meine bedeutende Frage zu stellen. Und nun stehe ich hier als einer von 10 Preisträgern und Preisträgerinnen und kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns alle sehr geehrt fühlen, dass gerade unsere Fragen und das damit verbundene Wirken mitsamt zumindest einigen Antworten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesehen und mit dem Leibniz-Preis als höchster wissenschaftlicher Auszeichnung Deutschlands gewürdigt wird. Und hier gilt unser Dank natürlich auch vor allem denen, von denen wir lernen durften, denen, die uns inspiriert haben, denen, die uns unterstützt haben, denen, die uns zugehört haben, denen, denen wir zuhören durften und denen, die unsere Passion, wenn auch nicht immer in Gänze verstanden, uns doch zumindest stets uneingeschränkt beiseite standen. Unsere Mentorinnen und Mentoren, unsere Freunde und vor allem unsere geliebten Familien, sei von ganzem Herzen uneingeschränkt gedankt. Und glauben Sie mir, noch heute wächst die Zahl der wichtigen Fragen und der Bedarf, an diesen frei unabhängig zu forschen. Gerade in Deutschland ist diese Freiheit und Unabhängigkeit im Kern unserer Wissenschaftsgesellschaft verankert. So wird die Balance zwischen Erkenntnisgewinn und gesellschaftlichem Nutzen für eine bessere Zukunft gewährleistet. Hierfür gebührt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den Entscheidungsträgerinnen und Trägern der deutschen Wissenschaftslandschaft unser aller Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.